Hallo Deutschland. Ja, war gerade am Dienst, konnte mit vielen Menschen reden, die mich natürlich angesprochen haben, weil ich ja nun keinen Hehl daraus mache, dass ich aktiv mich politisch engagiere, ja, bei der Werteunion und was ich vom Statement von Bundeskanzler halte, der in der Times gesagt hat, dass europäische Lösungen oder Ziele vorgehen, auch wenn dafür Deutschland sich am Krieg gegen Russland beteiligen muss. Also, ich kann da nur sagen, er spricht ja bestimmt nicht für uns Deutsche, für uns Bürger, weil wir, ich, eigentlich jeder, den ich kenne, der möchte natürlich sich nirgends an irgendeinen Krieg beteiligen. Ja? Wir möchten Frieden mit allen und möchten friedlich miteinander leben und möchten uns an keinen Krieg beteiligen. Warum Herr Scholz hier das so äußert, kann ich nicht für gut heißen und auch nicht bestätigen, dass das seine Richtigkeit hat, weil fast 100% der deutschen Bürger möchte keinen Krieg, egal mit Russland, USA oder mit sonst irgendjemanden. Wir wollen alle friedlich zusammen leben. Ja, daher wäre eher mein Vorschlag, dass man den Amtseid, den ja jeder Minister, Bundeskanzler schwören muss, ja, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, Punkt, 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 Punkt. Der sollte doch mal geändert werden, weil das trifft ja nun überhaupt nicht zu. Man macht hier genau das Gegenteil. Daher würde ich sagen, den Amtseid ändern in, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle der Weltbevölkerung widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. Denn würde das, denke ich mal, zutreffen, weil Deutschland sich hier mehr um die Probleme in der Welt kümmert, als um unsere eigenen Probleme. Und wir haben reichlich Probleme produziert von dieser Regierung, die eigentlich Priorität hätten. Also, mal umschreiben, den Amtseid, der trifft aktuell seit Jahren nicht mehr zu.